Im Jahre 2086 reisten zwei friedliche Bewohner fremder Planeten auf die Erde. Sie brauchten unsere Hilfe. Als Gegenleistung gaben sie uns die Pläne zu unserem ersten Hyperantrieb, der es der Menschheit ermöglichte, das Tor zu den Sternen aufzustoßen. Wir haben ein Team einzigartiger Individuen zusammengestellt, das die Erde und unsere Verbündeten schützen soll. Mutige Pioniere, den höchsten Idealen und der Gerechtigkeit verpflichtet, widmen sich der Aufgabe, Recht und Ordnung jenseits der neuen Grenzen zu bewahren. Das sind die Abenteuer der Galaxy Rangers. Phoenix 1, gehen Sie auf Anflug. Hier ist die Planetenliga mit Ihrem Stützpunkt auf Kirwin. Es spricht Stuck Pulver. Ihre voraussichtliche Ankunftszeit, Captain. Hier spricht Galaxy Ranger Zacharias Fox. Meine Familie und ich sowie die beiden Botschafter Waldo und Soso landen in 30 Minuten auf Kirwin. Roger, Captain. Jessica, Landung vorbereiten. Ich kann's kaum erwarten, Sosos Familie kennenzulernen. Ich werde ihm beibringen, wie man Hamburger anbaut, was, Waldo? Ich mache mir viel mehr Sorgen um Kirwins Abwehrschild. Solange der nicht einwandfrei funktioniert, ist euer Planet in Gefahr. Roger, Captain. Wir haben inzwischen große Fortschritte gemacht. Diese Kiwis können einfach alles anbauen. Wenn die Kiwis mit erfahrenen Menschen zusammenarbeiten, sollte es uns gelingen, genügend Lebensmittelvorräte für die gesamte Planetenliga anzulegen. Over, out. Hier ist die Analyse der neuen Gengemüse. Sie hatten recht, Tycho. Vitamine A, C und E. Na, Woody? Ja. Und wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass ich sie nicht essen kann. Kiwis haben sehr empfindliche Geschmacksknospen, mein Freund. Ja, so ähnlich wie Schuhsohlen. Großartig. Das Schöne daran ist, Schuhsohlen kann man nicht anbauen. Die Planetenliga wird von unseren neuen Erdenfreunden profitieren. Ja? Raumschiff gesichtet. Sektor 300. Kommt näher. Wir sind schon unterwegs. Ich möchte die Musterexemplare lebend und unbeschädigt. Die neue Spezies, die man Menschen nennt. Ihre Lebensenergie wird mein sein. Raumschiff jetzt Sektor 100. Das kann kein Angriff der Gesetzlosen sein. Wir sind 2 Monate vor der Ernte. Raumschiff jetzt in Sektor 50. Jetzt haben wir ein Radarbild. Ein Kronenzerstörer. Sektor 10 ladet das Feld auf. Aber es ist noch nicht ganz störungsfrei. Es bleibt uns keine Wahl. Dann los. Energieschild. Startet die Kronenjäger. Captain, der Krone an Einsatzverband. Nehmt die Energie und ist raus. Energiestation im Visier. Ich bin zu nah dran. Bringt diese Kiwis hier raus. Ja.
Hey, bist du ein Mensch? Ich bin ein Kiwi, du Blödmann! Nicht gut. Wow! Wir ziehen ab! Ihr dürft dieser neuen Spezies nichts zuleide tun. Andorianer, wenn diese kümmerlichen Kiwis sich einmischen, werden wir eure wichtigsten Gebäude zerstören. Die Tage der Krone sind gezählt. Die Königin kann unsere Planetenliga nicht zwingen, ihr zu dienen, jedenfalls nicht gegen unseren Willen. Das werden wir ja sehen. Dad, da kommt ein Funkspruch rein. Divi, Signal verstärken bitte. Ich will's versuchen, Junior. Menschen sind verschleppt worden. Geht mit äußerster Vorsicht ans Werk. Sir, die Energieladung sinkt. Haltet euch alle fest. Mayday, Mayday. Hier ist Zacharias Fox an Bord der Phoenix. Das Hyperwellensignal ist gestört. Systemüberladung. Wir werden in einen Zeittunnel gezogen. GV, schalte den Hyperdrive ab. Ich bin programmiert, Sie zu warnen. Das kann gefährlich werden. Nun tu es schon. Schutzschilder geschlossen. Systeme werden abgeschaltet. Jetzt. Gut gemacht, GV. Gib mir einen Systembericht. Zachi, versuch herauszufinden, wo wir sind. Alles in Ordnung hier hinten? Nur durchgeschüttelt. Triebwerk ausgebrannt. Waldo, gute Arbeit. Ich habe diese Einheit auch höchstpersönlich getestet. Ich erkenne keine dieser Sternformation. Du, GV? Ich arbeite daran, Kleines. Eine steht fest. Wir sind nicht da, wo wir hin wollten. Der Schaden ist nicht allzu groß. Zachi, kommst du mit deinen Ortskoordinaten voran? Wir sind irgendwo im Sektor X81. Wir sind nur leicht 100 Lichtjahre an Kirwin vorbeigeschossen. Ja. Offenbar bekommen wir Gesellschaft. Das war wohl doch kein Unfall. Ein anderes Raumschiff. Es kommt genau auf uns zu. Gleichmäßige Fahrt voraus, Kameraden! Gleichmäßig, Kameraden? Signale aus dem Menschenbereich, Captain? Hahaha! Menschen aus dem Sonnensystem! Gunnan in Kontakt mit der Kronenkönigin auf. Captain Kidd hat ein paar menschliche Wesen aufgetrieben. Von der Erde. Welle Nummer 1 raus. Oh, oh. Sir, das Radar hat auf dem Schiff der Gesetzlosen 20 Laserkanonen ausgemacht. Waffen der Phönix sind nicht einsatzfähig. Wir haben eine Waffe. Wir können den Kommunikationslaser überladen und benutzen ihn als Lichtkanone. Das funktioniert nur, solange sie in geringer Entfernung sind. Falls sie uns nicht vorher in Mikrobits zerlegen. Das ist ein Gesetzlosenschiff. Gesetzlose? Daddy, ich habe große Angst. Ganz ruhig bleiben. Jessica, pump etwas mehr Sauerstoff hier rein. Zachi, kümmere dich um den Laser. Ist gut, Dad. GV, Frequenzen aufmachen. Hier ist das Galaxy Ranger Schiff Phoenix, Commander Zacharias Fox. Wir sind auf einer friedlichen Mission zum Planeten Kirwin. Jede Aggression ihrerseits wird unweigerlich als ein Akt des Krieges betrachtet. Grüße euch, ihr Menschen. Ich bin Captain Kidd, aber da wir uns jetzt schon mal begegnet sind, seid ihr meine Gefangenen. Ihr habt keine Ansprüche an uns. Lasst uns unsere Reparaturen durchführen, dann verschwinden wir wieder. Andernfalls pusten wir euch eure Chips raus. Was für ein lustiges Trüppchen. Gunnar, in welcher Verfassung sind Sie? Ich kann Ihre verdammten fremden Code nicht lesen, Captain. Taste Ihren Computer ab und durchbreche Ihr System. Sir, ich fühle ein seltsames Kitzeln in meinen Schaltkreisen. Ihr Schutzschild durchbricht GVs Sensoren. Das hat mit etwas anderem zu tun. Sie benutzen eine Hirnsonde. Ich versuch's mit manuellen Filtern. Danke, das ist besser. Ich mach mir Sorgen, Waldo. Die Königin weiß bestimmt von unserer Allianz mit der Erde. Wir sind alle in großer Gefahr, glaube ich. Zachi, könnte ich ein Radarbild haben? Wir müssen sie hinhalten, wenn wir hier rauskommen wollen. Ich vergrößere das Bild der Frontabdeckung. Die Kontrolllinien verlaufen genau unter dem Rumpf. Wie wäre es, wenn wir sie da angreifen, GV? Ein Treffer könnte die Energiezufuhr ihres Bip-Kontrollsystems unterbrechen. GV, fixier die Koordinaten. Jawohl. Koordinaten.
GV, was war das? Sie haben Schlepptau angebracht. Haltet euch bereit. Ich gehe raus. So wie ich die Leine gekappt habe, hauen wir ab. Sei vorsichtig. Sir, ich habe meine Schaltkreise überladen. Das war heute nicht mein Tag. Als ich Ihre Heimcomputer bedient habe, war ich glücklicher. Ich hab die Leinen gleich durch. Maschinen laufen lassen. Zachi, da draußen bewegt sich doch irgendwas. Ja, ja, sie kommen näher. Zacharias, Achtung, da! Er ist getroffen! Willkommen auf dem stählernen Falken. Wer bist du, Mensch? Ich bin ein Galaxy Ranger, beauftragt, die Allianz zu schützen zwischen den Andorianern und den Kiwi. Galaxy, was? Dass ich nicht kichere, du Mensch! Du bist nicht mehr in deinem kleinen, sicheren Sonnensystem. Dein Schiff ist jetzt mein Schiff und ich liefere euch an den Sklavenhalter der Königin aus. Wie gefällt es dir bis jetzt im fernen Weltall? Lass mein Schiff frei und du wirst von uns reichlich belohnt werden. Vier Menschen sind der Kronenkönigin bedeutend mehr wert. Ha! Ah! Wir nähern uns dem Piratenschiff, meine Königin. Macht euch bereit, die Exemplare zu übernehmen. Ihr drei müsst von hier verschwinden. Wir werden Zacharias retten. Wir brauchen mehr Überlebenspatronen. Zünde die Triebwerke. Ich hole welche. Die Luft ist rein. Komm, Waldo. GV, gib die Überlebensreserven frei. GV, was ist denn los? Öffne die Tür! Sie scheint zu klemmen. Nun mach schon, GV. Beeil dich, komm! Ich versuch's ja. Sieh mal meine Hand, was ich gefunden habe. Zachi, Jessica, verschwindet schnell! Mom, ist alles in Ordnung? Antworte. GV, los, starte! Entschuldigen Sie, Sir. Lieben Sie Musik? Ich hätte da was für Sie. Die Tür ist offen, gnädige Frau. Hier ist ein Funkspruch vom Kronenzerstörer, Sir. Dadurch wird Captain Kidd berühmt werden. Her damit. Captain, ich höre, Sie haben etwas Interessantes für mich. Ja, eure Durchlauchtigkeit. Ich bin ein demütiger Diener der Krone und so weiter. Menschen von der Erde. Ich habe vier davon. Psst, Sir. Die zwei Kleinen sind entkommen. Nur dieses eine aufgewachsene Weibchen ist noch drin. Du Hohlkopf, dann schick jemanden hin, er soll es herholen. Hab ich schon. Fleischgesicht. Fleischgesicht. Sagten Sie etwas, Captain? Ach, eure Herrlichkeit, zumindest haben wir zwei gesunde Menschen. Also, ich will sie lebend und unbeschädigt. Ganz wie ihr wünscht. Das menschliche Schiff ist mir Belohnung genug. Dieses Schiff hat einen von den Andorianern entwickelten Hyperantrieb an Bord. Es wird konfisziert. Ich will meine Belohnung. Belohnung? Hier rein. So weit, so gut. Sei still. Warte, sei vorsichtig. Irgendwer muss doch wissen, wie man das abschaltet.
Entschuldigen Sie bitte, Sir. Mit welchem Knopf wird das Kraftfeld abgeschaltet? Mit dem roten. Wer seid ihr? Mein Name ist Soso und das ist mein Freund Baldo. Also ihr. Barbaren, keine Manieren. Schnell zum Shuttle. Soso an GV, wir kommen zurück. Sir, die Menschen haben sich aus ihrer Zelle befreit. Da sind ein Andorianer und ein Kiwi an Bord. Oh, dann schickt jemand hinterher. Ich kann die Instrumente nicht lesen. Drück einfach irgendwo drauf. Die Kompression in der Shuttle-Basis. Ein Rettungsschiff ist weg. Hey, das ist unser eigenes Shuttle. Was da bei Ihnen vor sich geht, Captain? Krieg ich keine Belohnung? Ich habe jetzt keinerlei Kontrolle über die Situation. Und Sie, Captain Kidd, sind in meinen Augen ein gerupfter Gimpel. Was soll jetzt noch schief gehen? Diese Menschen sind einfach verheerend. Werden wir niemals akzeptieren! Soso und Baldo, ihr werdet eurer Königin dienen. Endlich habe ich euch. Ich habe es mir überlegt, Mensch. Ich nehme dein Angebot an. Donner! Gunnar, versuch das Menschenschiff zu kapern! Lisa! Deine Gefährtin ist in meiner Hand. Wir werden uns wiedersehen, Galaxy Ranger, und dann machen wir ein Geschäft miteinander. Captain Fox, aufgrund Ihres Berichtes hat der Vorstand Ihr Galaxy Rangers Spezialteam genehmigt. Jeder wird mit dem neuen Gehirnimplantat der Serie 5 ausgestattet. Bei Ingangsetzung wird der Mikroschaltkreis in Ihrer Marke das Implantat auslösen. Dadurch hat jeder von Ihnen einzigartige Fähigkeiten, die auf außergewöhnliche Weise verstärkt werden. Zacharias Fox, Ihr Implantat wird Ihre fortschrittlichen Bionen in übermächtige Waffen verwandeln. Ich bin bereit. Meine Frau, sie muss wieder zu uns nach Hause kommen. Doc Hartford. Ja, ich stehe zur Verfügung. Ihr Implantat macht Sie zu einem wahren Hexenmeister, der die fantastischsten Computerprogramme zaubert. Nico, Ihr Implantat verstärkt Ihre psychischen Fähigkeiten. Der menschlichen Rasse drohen ernsthafte Gefahren von jenseits der Gestirne. Shane Guzman, Ihr Implantat wird fortgeschrittene intermobile Verteidigungskräfte freisetzen, die Sie nahezu unbesiegbar machen. Allzeit bereit für Action. Der Zeitpunkt ist gekommen. Zacharias? Sir? Die Implantate sind immer noch im Experimentierstadium, aber Ihr Team ist die beste Chance. Wir sind die einzige Chance. Dad! Wir haben es gehört. Du führst dein neues Ranger-Team an. Wir gehen wieder auf Fahrt. Keine Sorge, ich bringe Mutter zurück. Sir, wir sind auf dem ganzen Weg bei Ihnen.